welche Rolle spielen Lerntheorien? Nun, Lerntheorien sind so etwas Ähnliches wie der Grundboden für Lehre und für Lernen. Wir können auf Lerntheorien oder zumindest auf den Überlegungen dieser Lerntheorien einiges aufbauen. Sie sind wie ein Grund, auf den wir unser Agieren auch basieren können. Lerntheorien sind dabei nicht das Wichtigste, aber es ist recht wichtig, dass man weiß, welche Lerntheorien es gibt, das heißt, welche Möglichkeiten ich für den Unterricht oder für das Lernen und Lernen so eigentlich habe. Ich kann mein Agieren viel besser abstimmen und ich sehe vor allem andere Möglichkeiten. Also dieser Blick über den Tellerrand, über die Bauchpädagogik hinaus, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Welche Lerntheorie ist die richtige? Nun, die richtige Lerntheorie gibt es nicht. Es gibt weder die wichtigste noch eine richtige Lerntheorie. Es gibt ganz einfach unterschiedliche Ansätze, mit denen man sich dem Lernen und Lehren auch nähern kann. Und dabei gilt, die gute Mischung macht es aus. So wie man beim Kochen eine gute Gewürzmischung braucht, damit es nach was schmeckt, so können uns auch die Lerntheorien dabei helfen, unsere Lern- und Lehrprozesse so zu gestalten, dass sie vielfältig sind und dass wir für unterschiedliche Individuen unterschiedliche Angebote auch bilden. Und dabei ist, wie gesagt, es ist die Vielfalt, die es macht, die gute Mischung, die es macht. Es ist wichtig, dass man sich nicht auf das eine oder das andere nur konzentriert, sondern dass man wirklich auch ein breites Spektrum abbildet und anbietet. Eignen sich einzelne Lerntheorien für einzelne Lernprozesse besonders? Nun, auch hier gilt wieder, wir sollten uns nicht die Frage stellen, was sich besonders eignet, sondern wir sollten immer auch schauen, was unser Lernziel ist und dann auch schauen, wie wir uns diesem Lernziel methodisch annähern können. Und dabei sind lerntheoretische Überlegungen recht praktisch oder auch recht zielführend. Nehmen wir als Beispiel das Radfahren. Sie alle haben Radfahren gelernt, wir alle haben Radfahren gelernt. Und wie haben wir das getan? Wir haben vielleicht zugesehen, wir haben am Modell gelernt, wir haben einen Input bekommen und diesen umgesetzt oder wir haben auch einfach in der Gruppe gemeinsam mit anderen uns auf das Rad gesetzt und ausprobiert, wie es geht. Das heißt, hier habe ich bereits ganz unterschiedliche lerntheoretische Hintergründe, mit denen ich mich hier an dieses Radfahren lernen auch nähern kann. Also es geht nicht nur darum, dass mir jemand erklärt, wie das funktioniert, also setzt sich rauf, tritt in die Pedale und halt das Gleichgewicht, sondern auch darum, dass ich es aktiv ausprobiere, dass ich auch von anderen lerne, dass ich es von anderen abschaue und daraus auch vielleicht kann ich ja schon Dreirad fahren, auf diesen Schemata, die ich bereits habe, auch aufbaue, um Neues zu lernen. Das Gleiche trifft auch zum Beispiel das Vokabellernen. Ich sehe, ich höre und ich spreche. Und beim Vokabellernen kann es zum Beispiel ganz wichtig sein, dass man am Anfang eher behavioristisch herangeht, wenn es wirklich um diese Begrifflichkeit geht, dass man sagt, diese Vokabeln sind einmal in der Übersetzung zu lernen. Dann geht es aber auch vor allem darum, dass man lernt, wie man sie einsetzt, wie man sie verwendet. Das heißt, es soll kein sogenanntes träges Wissen entstehen, sondern es soll wirklich auch Wissen im Kontext anwendbar sein. Das heißt, das reine Auswendiglernen, ohne dass ich einen Kontext dazu lerne, ist wenig zielführend, aber das wäre der nächste Schritt. Also zuerst die Einzelvokabel lernen und dann in den größeren Kontext einbetten lernen. Das heißt auch, dass ich hier mit behavioristischen Methoden zum Beispiel eine Möglichkeit habe, die Basis zu schaffen, um dann konstruktivistisch heranzugehen und mich hier auszutauschen im Land, in authentischen Lernsituationen, auch in einer Gruppe zum Beispiel, um hier dann auch die notwendigen Kompetenzen zu erwerben, also nicht nur das monologische Sprechen, sondern auch das an Gesprächen aktiv teilnehmen. Also das sind dann unterschiedliche Kompetenzbereiche, die hier zu vermischen sind. Brauchen wir Lerntheorien zum Lernen und Lernen? Grundsätzlich brauchen wir das Wissen um Lerntheorien nicht primär, aber sie helfen uns ganz gut wie ein Kompass, uns durch das Lernen und Lernen auch durchzumanövrieren und uns
einen Weg zu bahnen, der uns zum Ziel führt. Das heißt, das explizite Wissen um Lerntheorien, um die Theoretiker, ist vielleicht nicht so zentral, aber zentral ist der Punkt, dass wir wissen, dass wir unterschiedliche Angebote anbieten sollten, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt, dass es wichtig ist zu individualisieren, dass es wichtig ist, beispielsweise beim Vokabellernen eine solide Basis, einmal ein solides Grundkonzept zu haben, dass wir aber auch für individuelle Bedürfnisse uns Mittel und Wege überlegen, dass wir auch zum Beispiel, wenn wir das Fehlermodell uns anschauen, Fehler nicht als etwas Schlechtes sehen, sondern dass wir merken, dass Fehler einen gewissen Hintergrund haben, eine Genese haben und dass diese Fehler vielleicht wirklich nur ein Symptom des Lernprozesses sind, vielleicht auch die nach außen hin sichtbare, nach außen hin sichtbare Resultat eines Lernprozesses und uns diese Fehler auch zeigen, wo wir vielleicht wir als Lehrpersonen zusätzliche Materialien zur Verfügung stellen müssen oder individuelle Hilfestellungen leisten müssen und auch für die Lernerinnen und Lerner einfach zu zeigen, dort stehen sie, das ist ihr Kenntnisstand und da können sie sich weiterentwickeln. Das heißt, Lerntheorien zum Lernen und Lernen sind jetzt nicht, sie sind nicht die Grundvoraussetzung, aber es ist ganz wichtig, dass wir sie auch kennen, dass wir wissen, womit wir zu tun haben und dass wir auch hier Hilfestellungen, Möglichkeiten anbieten können, dass wir auch hier wieder diesen Blick über den Tellerrand hinaus ermöglichen können.